Alter, geil. Also Fuck ist immer sehr gut. Fuck ist immer sehr gut. Liebe Leute, willkommen zum Game Dev Tycoon Simulator, wie auch immer. Wir haben gestern ein bisschen weitergemacht, wir haben ein ziemlich geiles Spiel gemacht, Space Calibur heißt das, was ziemlich gut angekommen ist. Eine neue Konsole ist auf den Markt gekommen. Wer es nicht gesehen hat, die Playlist ist unten verlinkt in der Videobeschreibung und da könnt ihr zu euren beiden Parts nochmal kommen. Aber jetzt haben wir hier genau weiter an dieser Stelle und würde ich sagen, entwickeln wir mal auf jeden Fall erstmal Spielbericht erstellen für Space Calibur. Natürlich muss sein. Oh, jetzt können wir nicht machen, denn für das machen müssen wir nochmal warten. Aber das Spiel geht richtig, richtig krass ab gerade. Das ist richtig, 540 Fans machen wir gerade. Also Fuck kommt immer noch sehr gut an. Kann man immer mal ein solides Fuck kann man rausbringen irgendwann einmal. Weltraumschiff, dieses nur, weiß ich doch. Sound ist sehr wichtig, okay, Plattform-Übereinstellung. Strategie-PC großartig, geil. Also haben wir schon mal ein bisschen mal Plus gemacht. Wir könnten auch mal die vor kurzem, okay, hat den Markt weltweit in Bewegung gebracht, okay. Wenn man nicht so gut vermarktet wird, in anderen Teilen der Welt jedoch sehr erfolgreich wird. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Forschung. Ganz kurz in die Forschung rein. Und können wir überlegen, was machen wir? Neues Thema, Zielgruppe, Forschung, 30 Tage, 15 Punkte, Spieltutorials, Gameplay, Monosound, neues Thema, Piraten. Oder wir hauen nochmal ein solides Spiel erstmal, glaube ich, raus, oder? Und machen mal, gehen mal bei Zielgruppen auf die Forschung. Kann man beides aktivieren? Ne, ich glaube nicht, ne? Gehen mal auf Zielgruppen. Wunderbar. So, Zielgruppe geht ein bisschen was drauf, aber wir machen immer noch Plus. Wir können währenddessen kein Spiel irgendwie herstellen, aber das macht, glaube ich, nichts. Okay, wurde vom Markt genommen. Dann müssen wir jetzt schnell aktiv werden, auf jeden Fall, weil es hier vorbei ist. Komm, nicht überlegen, mach weiter. Er macht nicht weiter. Gut, er muss sich kurz kratzen, da kann ich weiterarbeiten. Wenn man sich kratzt, kann man nicht weiterarbeiten. Das ist vollkommen normal. Fertig, wunderbar. Was haben wir jetzt gemacht mit Zielgruppen? Okay, neue Spiele entwickeln. Hauptzielgruppe, der ein Spiel haben soll. Okay, alles klar, wunderbar. Zu wählen ist auch wichtig, auch die Zielplattform kann dabei eine Rolle spielen. Boah, alter Vater, ey. Ja, alles klar. Alter, okay. Dann machen wir mal ein etwas härteres Spiel. Nehmen wir als Thema... was nehmen wir denn als Thema? Rhythmus. Oh, es ist aber jetzt sehr gewagt. Rhythmus für, was denn A? Erwachsene, alle, Kinder. Machen wir mal Rhythmus für Kinder. Genre nehmen wir mal, ja, Action, da können wir auch nicht so viel machen eigentlich, ne? Simulation irgendwie. Ja, das kann man ja nicht machen, ne? Oh Mann, ey. Wir müssten es irgendwie anders machen. Mittelalter. Wir machen Mittelalter, machen für erwachsene Spiele. Genre wählen wir dann mal ein Actionspiel. Plattform. Übereinstimmung unbekannt, unbekannt, unbekannt. Ganz gut, kommen wir auf den PC Strategie an, auf jeden Fall. Haben wir ja schon gelernt hier. Genre ein Übereinstimmung und Action Fragezeichen noch nicht erforscht quasi. Ist ja dieses Ding, das heißt ja, glaube ich, nicht erforscht, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, nehmen wir dafür doch einfach mal 80.000. Das kann ich mir aber auch nicht leisten, das will ich mir auch nicht ausgeben. Und zwar machen wir mal Action-Spiel, nehmen wir mal den Test dafür. Spiel-Engine auswählen, können wir nur unsere Engine nehmen momentan. Boah, 40.000 kosten, das kann aber auch... Boah, ey, das kann aber auch... Ey, wir müssen noch ein bisschen kleinkarierter denken erstmal, weil... Das macht uns alles keinen Sinn. Wir haben aber keinen Namen gewählt. Ach nö, Spiel 6 heißt es einfach. Okay, wunderbar. Spiel 6 ist ein wunderbarer Name für dieses Spiel. Spielstände speichern, nicht machen, soll weg sein. Soll eben Story, Engine soll gut sein und Gameplay. Einfach nur ein Button-Smasher. Heißt einfach nur so ein krasser Button-Smasher. Ja, irgendwie Spiel 6, ey. Oh Mann, ey. Was für ein scheiß Name für ein Spiel. Oh. Ich hätte ganz gerne Spiel 6. Dialoge brauchen wir nicht. Level-Design, ja. KI ein bisschen hoch. Machen wir das hier weg. Ja, wird, glaube ich, nicht. Oh, nein. Oh. Wir haben kein Geld mehr. Okay. Aber passt schon. Grundtöne muss da vorhanden sein. Es ist auch wichtig. Spielewelt muss sehr gut sein. Grafik kann okay sein. Sound.
Ja, komm, erstmal Sound mal weg. Sound muss jetzt nicht so gut sein. Dann lieber die Spielewelt sein und die Grafik soll ein bisschen besser vorhanden sein. Ja. Hi, ich bin Steve O'Connell, Journalist bei Planet GG. Wir haben Gerüchte zufolge, dass sie gerade ein Spiel für Erwachsene publizieren. Ja. Interview, ja klar. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden es für nächste. What? Ich kann jetzt irgendwie Sachen raushauen hier, aber nein. Oh, wir machen aber ordentlich Design. Interview, komm dann die! Es geht ja vor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Ja, ja. Ich bin Dom, der Geschäftsführer von Comdon League Productions. Wir glauben, dass Spieler sich anspruchsvoller Spielerinnen wünschen und gehen ein Risiko ein. Genau, sag ich auch. Wir sind gespannt. Okay, wunderbar. Ist nicht ein Weg zum Erfolg, ist wichtig, ein Hype um ein Spiel. Ja, klar. Eine Begeisterung unter Spielern hervorzurufen. Am Anfang einer Karriere wird Hype meist nicht Zufallereignisse erzeugt. Sobald du mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du Markenkampagnen und andere Strategien nutzen. Alter, das Spiel ist so komplex und ich liebe dieses Spiel so sehr. Oh. Keine Bugs mehr, wir releasen das Spiel. Was? Neuer Rekord in Technologie. Wunderbar. Bonus. Neues Thema, neue Kombination. Wir müssen natürlich auch gucken, immer neue Kombinationen machen. Gucken, was gut ankommt, was man machen kann, was eben nicht. Wir könnten zum Beispiel auch einen zweiten Teil von Space Calibur rausbringen, auf den neuen Konsole vielleicht, was auch Sinn machen würde. Spiel veröffentlichen. Casual-Spiel, das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Wir gucken, wie das Spiel ankommt, die ersten Bewertungen, jetzt bin ich mal richtig gespannt für Spiel 6. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Mittelmäßig angekommen. Ah, ziemlich schlecht, okay, aber es war zu erwarten. Geldverschwendung. War zu erwarten, dass es nicht ganz so gut ankommt. Wenig aufregend, ja. Aber müssen wir halt mit leben. Wir wollen nur ein bisschen Kohle machen. Langsam an Markt. Okay, verliert. Okay. Okay, in der Office-Stelle gehört das Unternehmen ist nicht geschafft. Der Teil kommt auf den Markt zu bewegen und sich geht neue Vorzüge zu. Okay, alles klar. Das ist so geil komplex, dieses Spiel. Ich liebe es. Ja, macht nicht allzu viel. Wir machen ein bisschen am Plus. Wir haben fast kein Geld mehr so wirklich, ne? Können wir mal irgendwie einen Spielbericht schon mal dann erstellen für Spiel 6? Wenn es dann irgendwie, kann man das machen währenddessen oder macht es eher Sinn, das danach irgendwann zu machen? Okay. Das heißt, es ist nicht ganz so gut angekommen. Es ist ein bisschen doof. Aber ich hoffe, wir kommen aus dem Verlust raus, weil ansonsten können wir kein weiteres Spiel produzieren. Das war wirklich ein Problem. Wir haben Fans verloren sogar. Och, nö. Oh, okay. Mit einer Exit ist eine gute Kombination, okay. Aber warum denn? Okay. Schrecklich. Erwachsene, okay, das ist nicht so gut angekommen. Okay, alles klar. Haben wir ein bisschen was dazugelernt. Wir können mal irgendwie was forschen. Und zwar forschen wir einfach mal, was ist denn Mono-Sound? Casual-Spiele, komm. Oh ne, ich habe kein Geld dafür, ne? Hab ich echt kein Geld für. Wir entwickeln mal ein neues Spiel. Einfach mal irgendwas, wir müssen noch was ganz Normales. Wir können ja mal ein neues, wir bleiben bei unserem alten Konzept alle und machen Genre-Simulation und machen eben, Lizenzkosten können wir uns nicht leisten. Zielgruppenübereinstimmungen, Erwachsene minus E. Also Erwachsene ist nichts für Erwachsene, das ist das Spiel auf jeden Fall. Die Konsole. Hm. Hatten wir irgendwo, nee, hatten wir nicht, ne? Genreübereinstimmungen. Wir können ja auf dem Test, da können wir es nicht leisten, das ist nicht für Marktanteil schlecht. Dann gehen wir mal hier und machen, wählen unsere Billy Engine aus. Unsere Billy Engine, alter Fall, das kann ja nicht sein. Und nennen das natürlich dann, Fuck 91, der nächste Teil. Oh, wie? Wir machen wieder ordentlich Minus. Egal, müssen wir jetzt durch. 2D-Grafik, ja, wir können immer noch keine Version höher stellen. Oh, ein Handheld! Ja! Okay, wunderbar, ja. Mehrspielermodus via Linkkabel. Geil, ja. Wir sind gekommen in die Generation. Ne? Es wird schon ganz cool. Keine Sensation, aber es ist kostengünstig tragbar und es kann eine. Wenn wir da jetzt ein geiles Pokémon-Spiel erfinden, ich will es ja nur mal so sagen, mit den nächsten Monaten in die Regale kommen. Wir versuchen mal, ein Pokémon-Spiel zu machen. So, was haben wir? Spielstände speichern, muss drin sein. Engine, Story Quest, Gameplay, Engine muss sehr gut sein. Lassen wir einfach mal so. Ich hoffe, das wird auch ein Buller. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, ob es ein Buller wird.
Aber viele Bugs irgendwie. Dialoge brauchen wir auch nicht. Intelligenz muss gut da sein. Leveldesign auch. Wir müssen es ja mal steigern, so in dieser Sache auf jeden Fall. Ja. Wir sind im Minus, aber noch nicht so krass im Minus. Wir müssen jetzt mit Fach 91 natürlich hammerhart Vorteile bringen. Egal, das ist nicht so. Ja, komm. Machen wir so. Oh Mann, ich bin echt gespannt. Weil wir dürfen ja auch nicht bankrott gehen oder so. Ne? Wenn wir bankrott gehen, sind wir ja vorbei. Dann können wir von vorne anfangen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen ist es schon so ein bisschen. Oh! Okay. Gameling. Oder herausgestellt. Ich glaube, das meinte auch der Typ das in den Kommentaren, dass ich das jetzt machen sollte. Komm, Bugs weg. Ja, keine Bugs mehr da. Fertigstellen und sofort Pokémon rausbringen. Also nicht sofort, aber mal gucken. Irgendwann halt mal. Müssen wir natürlich gucken, dass wir das auch anständig herausbringen. So, Fuck 91 kommt wunderbar an. Spiel veröffentlichen. Ich bin richtig gespannt. Wir müssen da natürlich wieder einen Erfolg bringen mit Fuck. Ja, Fuck ist immer ein solides Spiel, ne, eigentlich. Eine 9! Hammer geil. Also, wir kommen damit sehr gut klar. Nochmal eine 9. Hammer perfekt. Also, das ist wirklich. Alter, geil. Also, Fuck ist immer sehr gut. Fuck ist immer sehr gut. Wir verkaufen ultra viel. Entwickeln aber zeitgleich auch nochmal ein neues Spiel. Ich gehe mal kurz in die Forschung. Casual-Spiele. Können wir auch nochmal. Wir machen mal kurz Casual-Spiele. Wir machen erstmal die ersten Einnahmen hier. Alter, 10.000. Ja, obwohl wir können es eigentlich nicht wirklich machen. Wir müssen noch einen Ticken abwarten. Weil wir können Casual-Spiele auch noch nicht forschen. Was ist denn Spiel-Tutorials? Komm, machen wir mal das da. Das ist, glaube ich, ganz okay. 40 Tage. Dauert relativ lang, aber wir machen ja ein paar Einnahmen mit Fuck. Fuck läuft halt immer sehr solide, sehr gut. Da können wir uns immer mal drauf konzentrieren, einmal im Jahr das rauszubringen. So ein Fuck-Spiel eben, ne? Mit einem erwachsenen Interesse an Videospielen bildet sich auch eine erwachsene. Okay. Alles klar. Marketing. Sehr, sehr wichtig. Was macht denn komplett dein Spiel erforschen, wenn du sie in einer deiner Spiele verwendest, möchtest du. Okay. Ah. Willst du eine neue Engine erstellen, oder wie? Aha, Spieltutorials. Aber alles mit reinzubringen, wäre halt sehr teuer. Können wir uns noch nicht leisten. Dann gehen wir trotzdem mal in die Forschung nochmal rein. Bei Thema haben wir nicht viel freigeschaltet. Monosounds. 40.000. Casual. Ja komm, wir gehen mal bei Casual. Marketing sind wir noch nicht reif für. Dann gehen wir in Richtung Casual. Wir müssen natürlich warten, bis der Hype von dem Gameling sehr gut ist und sehr groß ist. Ist, glaube ich, noch nicht auf dem Höhepunkt. Hör auf zu kratzen! Alter, aufhören zu kratzen. Aber wir machen immer noch ordentlich Plus. Ja, hammergeil. Also, es ist ein sehr solides Spiel. Was können wir jetzt machen mit Casual? Gar nichts? Okay. Neues Spiel entwickeln. Dann machen wir das mal für alle Mann auf jeden Fall. Nennen es mal wirklich Pokémon. Mal gucken, ob es wirklich so gut ankommt. Wir machen da. Was machen wir denn da draus? Was ist denn das? Stadt? Wir haben sowas noch gar nicht, ne? Was das irgendwie auszeichnen könnte. Oh Mann, ey. Können wir irgendwie hier was machen? Genre? Casual. Jetzt haben wir. Ach, Genre haben wir jetzt Casual ausgewählt. Da war ein Rollenspiel, ne? Und Thema vielleicht Stadt oder. Ich weiß ja nicht. Wir haben hier irgendwie nichts gefunden, was wir hier. Wie viel wir hier haben, ne? Hammer krass. Aber ich wüsste tatsächlich nicht, was man da machen könnte. Plattformen. Lizenzkosten sind auch relativ krass. Aber. Ja, wir müssen das leider ausgeben. Alle Pokémon. Stadt. Aber statt ein Rollenspiel ist ja eine schlechte Kombination. Weltraum, UFO, Mittelalter. Wir können ja ansonsten nichts machen, eigentlich. Wir können kein Thema auswählen. Es tut mir ja voll leid. Nehmen wir es mal Abenteuer und Stadt. Ich glaube, es wird nicht allzu gut. Billy Engine. Ja, die Engine ist auch scheiße dafür eigentlich, oder? Ich glaube,
Das wird ein krasser Reinfall. Wir können es die andere Engine auch nicht unbedingt leisten. Aber ich glaube, das wird nicht allzu gut ausgehen. Story-Quest muss ganz hoch sein. Engine muss jetzt nicht ganz so geil sein. Gameplay muss sehr gut sein. Aber ob das gut ankommen wird, wissen wir nicht. Ja, wir machen wieder ein bisschen Minus. Ist nicht ganz so geil. Och, Manu. Dialoge müssen da groß geschrieben werden, Leveldesign auch. KI muss jetzt nicht allzu gut sein bei Pokémon. Sobald du mehr als eine Million vom Konto hast, kannst du eben. Aber keine Angst, sobald du das Spiel ein Hit landest, ja. Erfinder hat. Alter. Ist die Antwort auf dem, Alter, okay. Ja. Master aus dem, okay, wunderbar. Okay, also wir haben eine Nachfrage, wir müssen das auf jeden Fall, bevor das Neue rauskommt, auf jeden Fall veröffentlichen, sonst macht alles gar keinen Sinn. Töne ist da glaube ich nicht so wichtig, Sound, Grafik ist auch nicht so wichtig, aber Level-Design, volle Kanne reinhauen. So. Und wie das Spiel ankommen wird, werden wir dann bei der nächsten Episode morgen erfahren und ja, können fertig dann einen Bug behoben. Aber das werden wir morgen erfahren, ob das Pokémon ein Erfolg wird oder eben nicht. Ich glaube ja nicht so dran, aber mal gucken. Sehen wir uns morgen wieder, unsere Rapestand Show!